Die Menschen hatten nach diesen schlimmen Jahren der Entbehrungen, auch der Entbehrungen nach Kultur, nach den Schönheiten des Lebens. Sie konnten ja nicht verreisen, sie kriegten nichts Anständiges zu essen, die Kinder hatten keine Süßigkeiten gehabt, kannten keine Schokolade und die hatten einfach Sehnsucht danach oder das Bestreben nach ausschlafen können, in Ruhe und es gemütlich haben zu Hause, wieder was Gutes zu essen, aber auch Kultur wieder um sich zu haben. Sie wollten ins Theater gehen, ins Kino gehen können und Konzerte waren sehr gefragt. Das Staatstheater war ja ausgebombt worden hier in Kassel. Ich weiß das deshalb, weil ich gerade nach dem Krieg von 46 bis 47, halb 48 hier am Staatstheater gearbeitet habe. Das heißt nicht am ursprünglichen Ort, sondern in der Stadthalle. Direkt nach dem Krieg fing in der Stadthalle das Staatstheater wieder an, Aufführungen zu inszenieren und die Vorbereitungen zu treffen. Und das war für mich ein großartiges Erlebnis, da mithelfen zu können. Ich war Volontärin beim Bühnenbildner, der hieß damals Döhler. Und es war eigentlich meine schönste berufliche Zeit, weil wir so vieles machen konnten und improvisieren mussten, aus dem Nichts was gestalten. Wir hatten zum Beispiel alles Mögliche aus dem alten Staatstheater noch herausgeholt. Wir hatten Gewänder, Kleider zusammennähen müssen aus Fallschirmseide. Das war noch alles vor der Währungsreform. Und es war einfach interessant, da mitarbeiten zu können. Ich weiß, ich hatte einmal die Aufgabe für die Blume von Hawaii, 30 bis 40 Gewänder für die Chordamen selber zu bemalen. Mit Farbe. Also ich hatte erst die Figurinen gemacht und da musste ich selber auch noch durchführen. Das war eine sehr interessante Zeit, obwohl ich gefroren habe. Es gab keine Kohlen damals und in der Stadthalle hatten wir auch teilweise Kohlenferien, weil es unerträglich kalt war.